Hier ist Eugen Götzfried und wir sind bei dem letzten Riff, bei dem Riff Nummer 5 aus unserer Country Stone Hybrid Picking Riff Reihe. Ja, hier fassen wir alle Techniken zusammen. Also die Single Notes, die einzelnen Töne, die gespielt werden, die Akkorde. Und wir machen auch ein bisschen Bendings dazu, was auch zu Country- oder Blues-Musik gehört und natürlich auch zu Stoner-Musik. Und wir mischen ja auch alles zusammen. So, natürlich wie immer bei dieser Technik spielen wir die durchgehende sechste Saite mit den Achtelnoten. Ja? Und dazu spielen wir verschiedene Melodienoten. Ah, noch eine Technik kommt dazu, das ist Legato-Technik. Wir spielen noch Hammer-Ons. Das macht alles viel, viel interessanter und deswegen klingt auch der Riff oder das Riff, ja, ist ja auch egal, viel flüssiger. Okay, gut, Takt 1. So, hier haben wir. Eigentlich einen ganz normalen pentatonischen Lauf, wir sind in E-Moll. So. Bünde 5 bis 7 mit Hammer-On angeschlagen, dann die 16. Reihe am Ende mit einer 8. Note mit 7. Bund auf Seite 5 und dann haben wir alles in Achteln. Ja, nochmal. Also der Bund 5 auf Seite 4, wenn wir ein bisschen ziehen, ein Smearband, vielleicht ein Viertelton oder noch weniger. Die offene E-Seite dazwischen. Und 7,5 auf Seite 5. Okay, so hier ist nochmal alles zusammen, Takt 1. So, kommen wir zum Takt 2. So, hier haben wir wieder 7. Bund auf Seite 5. Dann so eine 16. Gruppe, bestehend aus Seite 6 offen und den 5. Bund auf 5. Seite. Und wieder die Seite 6. Und dann wieder so eine 8. Melodie. Also der Power-Chord, Bund 2 auf Seite 5, dann die 6. Seite, dann verändern wir hier den Basston, das ist eine Ausnahme, also hier bis jetzt haben wir nur die offene E-Seite gespielt, und dann gehen wir zurück zu dem Power-Chord. Also hier ist der Bund 3 auf Seite 6, so haben wir den G-Dur. Und dann gehen wir zurück zu dem E, zum Grundton. Die zweite Hälfte. Und der zweite Takt. Fassen wir die erste Hälfte zusammen, da sind die Takte 1 bis 2. 3 und 4 und den dritten Bund auf Seite 6 ziehen wir auch ein bisschen. Doch hat das diesen bluesigen Charakter, wo wir die Terz ziehen, wo wir aus einer von einer kleinen Terz in Richtung große Terz gehen. Ja? Okay, gut. Zweite Hälfte, der dritte Takt ist genauso wie der Takt 1.
So sind wir wieder bei dem letzten Takt. Das ist der Takt 4. Hier haben wir siebten Bund an dem zweiten eine Quarte auf Seiten 3 und 4 und an den neunten Bund mit dem dritten Finger als Parallelgriff gegriffen auf, wieder auf Seiten 3 und 4. Dann wird das nochmal wiederholt, natürlich mit durchgehender sechste Seite. Ja, so sind wir wieder bei dem Grundton. Das ist die Quarte von dem E5 Power Chord. Hier ist die zweite Hälfte, Takte 3 und 4. 3 und 4 und. So, fassen wir alles zusammen. Wir spielen das Riff zweimal durch im langsamen Tempo. 1, 2, 3 und 4 und. Wir sehen uns oder wir riechen uns später, wie man bei den Simpsons sagt. Okay, viel Spaß damit. Ciao.